das ist der Teaser übrigens zum größten Preis von Österreich an diesem Rennwochenende zum freien Training. Los geht's. Hier in Spielberg beginnt gleich das erste Training und somit der Grand Prix von Österreich. Jo. Also dann, Stefan Römer, wir hatten ja aufgrund der momentanen Regelung mit den drei verschiedenen Reifenmischungen in den letzten Jahren einige sehr strategische Rennen. Die Reifen wurden ja immer im freien Training ausgewählt und das war dann natürlich auch der Grundstein für diese Strategien. Was hältst du denn von den aktuellen Reifenregularien? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. So. Gut. Jetzt sind wir gespannt, wie es läuft. Gucken wir uns erstmal die Wetterbedingungen im ersten Training an. Training 2 sogar nass, meine ich. Naja, gucken wir mal. Wir müssen es eh machen. Gut, dann gehen wir auf Medium. Österreich, wo haben wir sie denn? Da, Österreich. Gut, dann gehen wir auf unsere erste gezeitete Runde. Wir fahren insgesamt 3 Stück pro Training, wie immer. Daher kriegen wir so ein Rennen, was mir relativ einfach liegen sollte. So, jetzt mal kurz ein bisschen hochstellen und gib ihm. Ja, die Gelbphase löse ich übrigens aus, das war mir schon klar. Aber wichtig ist, dass es morgen im Qualifying und am Sonntag brennen, die jeweils trocken sind. Aber wir wollen ja natürlich, wie gesagt, mit dem Auto den neuen Saisonsieg holen. Wir wollen ja Weltmeister werden und mit der Fall sogar alle Saisonrennen der Saison gewinnen. Aber ob das möglich ist, wissen wir noch nicht. Da schauen wir mal. Ich denke sowieso erstmal von Rennen zu Rennen. Heute Österreich, ich weiß gar nicht, wo wir nächste Woche sind. Ich glaube Großbritannien müsste das sein, Großbritannien und dann Hockenheim. Aber ich weiß es gerade nicht auswendig, ich habe den Rennkalender leider nicht vor Augen. Ich glaube Russland ist auch immer noch mit drin, aber Russland kommt glaube ich erst danach irgendwann. So, da ist die erste Zeit von uns. 1:08, das ist aber nicht gut. Gegen unserem, gegen den Herrn, den wir hier aus dem Auto verdrängt haben, Lando Norris. So. Sind wir knapp dran wieder mit der Zeit. Bestzeit Sektor 2. Wir haben hier nur noch den einen Versuch. Was wird eine neue Bestzeit werden? 1:07. Müsste jetzt abbrechen, weil wie gesagt, da ist kein ERS mehr zur Verfügung. Gut, dann kann ich auch einen Schluck von meiner Limo noch nehmen. Ja, ja, schon klar. Aber das dauert sonst immer zu lange mit dem Trainings. Ich will die ja meistens auf so eine halbe Stunde setzen.
So, schauen wir mal. Hier sitzt nochmal eine Runde. Oder nochmal ein Versuch. Wir nehmen im neuen Satz Reifen. Und dann vor Bottas im Butler, aber da vorne ist noch ein Auto. So, schauen wir mal, wann wir eine Runde setzen können mit dem neuen Satz. 15 Minuten Regen, okay. Na gut, wir haben ja eben im zweiten freien Training gleich stark Regen am Anfang. So, versuchen gerade nochmal eine halbwegs gezeitete Runde zu setzen. Die erste war schon mal wieder gut. Ja, schon klar. Ja, schon klar. Ich sehe gar nicht, was das für ein Auto ist. Dürfte ein Mercedes sein. Das könnte ein Bottas sein. Könnte auch Hamilton sein. Ich weiß es gerade nicht. Und es ist Valtteri Bottas. Okay. Bisschen weit rausgekommen. Reicht aber trotzdem für eine neue Bestzeit. Aber nicht für einen kompletten neuen schnellen Sektor. Aber egal, wir haben es geschafft. Auf jeden Fall sind wir vorne mit dabei. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Dass wir klar erstmal dominieren. Oh, schade auf 2. Gut auf Soft. Aber trotzdem, im Alpha muss man das erstmal schaffen. Der Vorsprung sollte deutlich mit fast 2 Sekunden. Also, das sollte eigentlich kein Problem sein, dieses Wochenende klar zu dominieren. Aber, wie gesagt, mal schauen. Hamilton auf hart auf 9. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die 3 Bestplatzierten: Richter, Ricciardo und Valtteri Bottas. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei. Aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Sainz auf 13 auf hart. Hamilton und Sainz die einzigen Fahrer mit den harten Reifen. Jo, da sind wir auch schon im Training 2. Aber das wird im Gegensatz zum ersten Teil nass. Das heißt, wir können auch direkt reinspringen. So, wie sieht denn überhaupt das Wetter aus? Wird das irgendwie komplett trocken mal irgendwie noch zwischendurch, aber oder wird das kommen? Training 2. Okay, es war gut, Training 2. Es wird alles also nass bleiben, oder? Nach 15 Minuten wird es tatsächlich noch trocken. Trockener. Ja, das wird alles nass bleiben. Wird dann am Ende wird es mal ein bisschen trockener. Ich muss halt warten, bis die Inters kommen. I'd take a set of intermediates in these unpredictable conditions. So, probieren wir es mal auf der Strecke mit den Inters jetzt. Gott sei Dank bleibt es ja nachher noch im dritten Training. Doch trockener. Moment, jetzt mal kurz mal hoch und dann gib ihm.
gucken, was wir kriegen, aber hier tatsächlich auch noch selbst im Nassen noch mal ein gutes Ergebnis rausholen. Wir sind auf jeden Fall hinter Lukas Weber und das wird wahrscheinlich auch keine schnelle Runde werden. Ein Renault auf 1 momentan. Muss ein bisschen früher bremsen, damit wir nicht da ins Kies rutschen. Oh, das haben wir, also sogar vorne, aber das dürfen wir jetzt tatsächlich nicht. Das müssen wir mitnehmen, das dürfen wir jetzt nicht bewerten, diese Zwischenzeit. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Ja, zweiter Sektor klar vorne in der Sekunde. Wir haben richtig was aufgeholt in dem zweiten Teil. Und es reicht für eine neue, schnellste Rennrunde. So, mal gucken, was jetzt die nächste Zwischenzeit sagt. Bisschen früher anbremsen für die Haarnadel hier, damit wir nicht zu weit rausrutschen. Das war genau die richtige Entscheidung. Da vorne betteln sich, glaube ich, ein Mercedes und ein Haas, wenn ich es richtig sehe. Zehn Minuten noch, dann gibt es trockenes Wetter. Bestzeit Sektor 2. Die sind da immer noch am Kämpfen, wenn sie noch mal im Rennen zu kämpfen würden. Das ist Bottas auf jeden Fall. Und die Abschneider habe ich noch mal deutlich größer werden. Und 1:16:0. Und Grosjean ist es, also Bottas Grosjean. Und damit ist die Runde eh gegessen. Durch dieses ziemlich frühe Bremsmanöver. Gut, aber das wird das jetzt vielleicht mit, der. Wow. Weil es jetzt keine Runde mehr wird. Das wird definitiv keine schnelle Runde mehr werden. Vor allem, weil wir auch übelst am Rutschen sind. Dann wäre jetzt schon die Zwischenzeit eine Sekunde zurück. Aber wie gesagt, hinter der eigenen Zeit. Daher tut es nicht so weh. Und damit sind wir auf Platz 1 auch im zweiten freien Training, auch im nassen Teil. Gott sei Dank bleibt das Rennwochenende jetzt komplett übertrocken. Also daher alles gut. We have a number of programs to run during these practice sessions. You can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. Also jetzt haben wir in der Zwischenzeit kommen im ein Trockner? Nee, tut sich. Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Gasly und Kevin Magnussen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Also Hamilton, das ist sehr erstaunlich, dass er nur sehr weit hinten liegt. Auf 9, jetzt auf 11. Also momentan hat er da vorne mit überhaupt nichts zu tun. Was für uns natürlich gut wäre, wenn wir vorne wegfahren, weil so können wir nämlich nochmal einen Riesenschritt weitermachen in Richtung Fahrer-WM. Aber jetzt sind wir erstmal in Österreich, Rennen Nummer 9, wie gesagt, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Saison. Daher alles noch ganz in ferner Zukunft. Jetzt erstmal das dritte Freitraining hier aus Österreich. Ob wir da auch was wir liefern können und Hamilton zurückschlägt. Das werden wir jetzt natürlich gleich erfahren. Wäre natürlich schön, wenn wir das was gewinnen würden.
So, dann gehen wir rein ins T3, also FP3, für Practice oder Training 3 halt, wie gesagt. So. Da sind wir schon wieder. Dann gehen wir direkt mal auf die Strecke. Ich grau zum Beispiel sofort zu rennen wie Singapur dann irgendwann. Da haben wir es ja im letzten Versuch damals so richtig verkackt. Gut, mit der Grid-Strafe war das eh klar, Williams. Da sind wir ja abgeschlagen, letzter geworden. Wenn wir mit 3 Boxen zu ab sogar überrundet worden, aber. Ja, mal gucken, was hat die Saison. Ich gehe davon aus, dass wir nicht alle Rennen gewinnen. Aber mal gucken, wie gesagt, wie die Saison noch bringt. Wir sind auf jeden Fall auf der Strecke und vor uns ist wieder ein Mercedes. Und es kann doch wahrscheinlich wieder nur Bottas sein. Oh, das ist Lewis Hamilton. Das kann auch natürlich nur sein. Wenn wir noch erfahren, wenn wir da rangehen, das ist auf jeden Fall ein Mercedes. So, der Kurs ist ja relativ kurz. Das wird eine neue Bestzeit werden. Klar, Valtteri Bottas ist es uns. Und wir legen nochmal da 1,8 Sekunden der Vorsprung. Also, momentan sind wir hier klar vorne dominant, aber das ist gesagt, mal gucken, was das Qualifying bringt, mal gucken, was das Rennen vor allen Dingen noch bringt. Es kann ja noch so viel passieren. Komme ich ein bisschen in den Windschatten und nehmen kann jetzt gegen den Mercedes. Also Bottas momentan jetzt gerade der stärkere Fahrer. Und es reicht für eine neue Bestzeit. 1:06:09. Hier bin ich 1:07:0 gefahren. Da war ich doch ein bisschen zu nah auf dem Auto, an dem Auto dran. So. Da haben wir schön die Tür zugeworfen. Kann ich eigentlich schon noch nehmen. Machen wir ein bisschen das Motor mit Bing, dass ich da ein bisschen den Motor mal ein bisschen sichern kann. Es wird auf jeden Fall nicht reichen für eine neue Bestzeit und damit sind wir durch mit dem Training. 3 Runden pro Session sind durch. Und wir sind auf jeden Fall Erster. Dreimal Erster, das ist gut. Das könnte wieder, es könnte ein perfektes Rennwochenende werden. Da fehlt uns aber, wie gesagt, noch das Qualifying dominieren, das Rennen dominieren und sogar die schnellste Rennrunde. Damit sind wir mal perfekt. Im Training sind wir auf jeden Fall schon mal dabei vorne. Wie gesagt, auch ein Hamilton, der ist, wie gesagt, einfach komplett momentan außen vor. Der ist hier komplett ganz außen vor. Der hängt momentan nur auf Platz 18.
Eine halbe Sekunde hinter Leclerc. Eieiei, was haben die denn für Leclerc auch nur auf? Jetzt Sainz. Hamilton hat sich jetzt deutlich verbessert. Und zwar hat sich jetzt auf die 9 geschoben. Auf Soft kommt aber auch nicht hinterher. Also er hat momentan keine Chance. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Verstappen und Pierre Gasly. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Also Hamilton hat diesem Rennen Wochenende so große Probleme, der ist ja überhaupt nicht momentan wieder zu gehen. Irgendwo zwischen Platz 9 und Platz 11 momentan, der wo er so ein bisschen hin und her pendelt. Also knapp am Ende der Top 10. Aber wie gesagt, Hamilton wäre nicht Hamilton, wenn er nicht im Qualifying bzw. im Rennen dann am Sonntag zurückschlagen könnte. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Das Training lässt auf jeden Fall da momentan zu, dass es nicht der Fall wird, aber schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall durch mit dreimal Platz 1 und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Es läuft auf jeden Fall dieses Rennwochenende perfekt. Kann gerne auch so weitergehen. Ob das der Fall wird, das sehen wir hoffentlich dann am morgigen Samstag. Und dann hoffe ich, dass ihr dabei wieder seid hier aus Spielberg. Und dann freue ich mich, wenn ihr morgen einschaltet zum Qualifying wieder um 14 Uhr. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.